So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum Wonnemonat Juni. Die Legung für Juni kommt jetzt für euch natürlich ganz speziell. Ich habe euch mal hier Bauernrosen, zeige ich euch jetzt als Vorwort. Es gibt eine kleine Änderung und zwar habe ich mir jetzt überlegt, die astrologische Vorschau packe ich jetzt in ein Audio rein, was ihr natürlich auch abrufen könnt auf meinem YouTube-Kanal für euer Sternzeichen pro Monat. Als wenn ich das jetzt immer praktisch noch wieder mit in die Legung praktisch reinlegen müsste, könnt ihr das. Entweder ich verlinke euch das direkt nochmal dann für diejenigen, dass ihr das auch im Laufe des Videos oder bei der Legung wiederfinden könnt. Oder... Und ich schreibe es auch noch mal in die Infobox unten mit rein, wo ihr das finden könnt. Ich lege da einen speziellen Ordner für an, dass ihr da auch jederzeit, sag ich mal, nachschauen könnt, was eure astrologischen Angelegenheiten angeht. Ja, ich hoffe, das freut euch und ich freue mich gleich riesig auf die neue Legung für euch und begrüße euch da natürlich ganz, ganz herzlich, alle Neuen unter euch natürlich auch. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, wenn ihr euch da angesprochen fühlt, dann abonniert den Kanal, das ist für euch völlig kostenlos. Drückt den kleinen Button, sag ich mal, bei der Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn neue Videos hochgeladen werden. Zwischendurch, ab und zu mache ich auch mal einen Livestream, je nachdem. Ja, und wie gesagt, ich freue mich dann gleich auf eure Legung. Bis dann, eure Claudia. So, hallo meine lieben Fische und Fische-Aszendenten. Ich begrüße euch. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ja, vielleicht, sag ich mal, habt ihr euer Horoskop-Teil, was ich ja jetzt extra gemacht habe, sag ich mal, schon gesehen. Ansonsten findet ihr in der Infobox auch die, den Hinweis nochmal, in welcher Playlist sich das befindet. Ne? Das habe ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das werde ich jetzt in Zukunft immer so machen. Ja, ich habe wie gesagt schon ein paar Karten für euch vorgezogen, so wie immer. Und den Rest werden wir jetzt gleich zusammen machen. Alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich ganz herzlich. Schön, dass ihr zu meinem Kanal gefunden habt. Ja, und wenn euch das gefällt, was ich hier mache, dann abonniert den Kanal, ist für euch völlig kostenlos. Vergesst das kleine Glöckchen vor allen Dingen nicht, damit ihr auch informiert werdet, wenn ich neue hochlade. Ja, ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr so viel rum. Wir starten einfach mal, mal sehen, was da für euch so gefallen ist und die spezielle, also die Hauptlegung nachher in Anführungsstrichen, mache ich gleich nachher mit euch zusammen. Dann gucken wir mal, was da alles so schön für euch gefallen ist. Wir haben hier einmal die mittlere Welt. Der mystische Schamane. Also sind jetzt zwei Karten für euch gefallen. Wir haben das aufgeräumte Haus. Ich fasse das nachher gleich zusammen. Welten überspannen. Da sind sogar drei für euch gefallen. Und äußerst kritische Lage. Mut, sich dem Leben zu stellen. Aha. Kraft hier für euch ist der Wolf. Dann haben wir hier noch Höhenflug. Das heißt, da passiert bei euch einiges Neues. Und aus der Akasha-Chronik mach eine Pause. Beziehungen. Da geht es um Beziehungen. Von den Engeln ist einmal der Sodalit gefallen. Und dann haben wir hier einmal den Engel der Neugier und der Engel des Augenblicks. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir das, sind ja sehr, sehr viele Botschaften für euch, kurz und knackig ein bisschen zusammenfügen können. Also, mittlere Welt. Mittlere Welt und der mystische Schamane. Das sind zum Beispiel schon mal Botschaften. Bei der mittleren Welt geht es darum, dass eure Vorhaben, egal was ihr eben auch vorhabt, unter einem ja, guten Stern steht. Ihr sollt pragmatisch weiterhin vorgehen, also an der Sache dranbleiben, ohne viel Risiko, sag ich mal,
Und euch werden ganz bestimmte Dinge einfach ganz leicht fühlen. Das heißt, der Baum steht für mich auch für etwas verwurzelt sich, etwas festigt sich. Gesundheitsmäßig kommt da wieder einiges ins Lot. Und der mystische Schamane, ja, das geht darum, sag ich mal, deine Träume, Wünsche eben auch nach Belieben wieder aufzunehmen. Der nimmt auf jeden Fall eure Träume, die ihr vielleicht eine Weile auf Eis gelegt habt, sage ich mal, nehmen jetzt auch wieder Gestalt an. Das heißt für mich insgesamt, dass es hier darum geht, auch das sehe ich auch in den anderen Karten, ja, dass hier mal aufgeräumt werden muss und dass die alten Träume wieder aufgegriffen werden dürfen. Und dass da nachher mehr draus werden kann, als ihr euch jetzt vielleicht noch vorstellen könnt. Das ist sehr schön. Allgemein habe ich bei diesem Monat, für den nächsten Monat, das Gefühl, dass das trotz der ganzen Lage, sag ich mal, wieder vorwärts geht. Das aufgeräumte Haus, ja, hier geht es um Klarheit und um Organisation. Sich Klarheit über die Sache zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich zeige euch mal die Karte. Auf der einen Seite das Haus abends hier. Hat auch was mit Zielen zu tun. Weltenüberspannend. Hier wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ich sage ja. Und eine äußerst kritische Lage, die sich vielleicht bei euch bis jetzt gezeigt hat. Ja. Hier heißt es, Mut, sich dem Leben zu stellen. Den Mut zu haben, zu sagen, okay, ich packe jetzt mein Leben wieder an. Trotz der vielen negativen Erfahrungen, vielleicht auch in letzter Zeit, kann alles Mögliche sein. Aber hier soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden und mit Pragmatismus, mit Klarheit, sich Klarheit über die eigene Situation, sag ich mal, zu beschaffen. Dafür was zu tun, das weitere Vorgehen zu organisieren und eben sich aber auch den Mut zu haben, wirklich sich dem Leben zu stellen, nicht sich weiter zu verstecken, sondern ja, wirklich den Mut aufzubringen und zu sagen, ja, ich will jetzt eigentlich was ändern. Der Wolf spricht von Führungskraft, folge dem Ruf deiner Seele, nimm dein geistiges Erbe an, es ist praktisch Zeit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen. Ihr müsst ja auch immer denken, ihr müsst das so ein bisschen auf eure Situation ummünzen. Das sind allgemeine Botschaften hier, da bitte ich ja auch immer extra drum. Das kann und wird natürlich nicht auf jeden zutreffen, das ist klar. Wenn es nichts, überhaupt nichts, oder wo, wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt, dann schaut bitte nochmal in euren Aszendenten rein. Weil es kommt ja bei einem selber auch immer ein bisschen drauf an, wie die einzelnen Planeten gewichtet sind. Es kann auch sein, dass der Aszendent mehr auf der Gefühls- und Beziehungsebene mit reinspielt als das Sonnenzeichen selber. Damit hängt das zusammen. Wir haben hier den Höhenflug. Der Höhenflug geht auch auf der einen Seite, sagt mir, man darf ruhig mal abheben, man darf wieder träumen. Etwas sehr, sehr Positives. Jetzt fangen die oben an, schon wieder zu bohren. Das ist momentan das Problem, deswegen bei uns im Haus ist nämlich, ja, wird ein Bad saniert und das nervt manchmal tierisch. Das heißt, dann kann ich zwischendurch nicht drin. Ich hatte jetzt gedacht, die machen ein bisschen Pause. Aber gut, ich mache jetzt mal weiter. Wenn es zu lange, zu laut werden sollte, dann breche ich nochmal ab und dann mache ich dann nachher weiter. Also der Höhenflug sagt eigentlich, dass man bestimmte Dinge auch mal wieder leicht nehmen kann, dass die Dinge einfach mal von oben zu betrachten, um durch den Irrgarten, sag ich mal, den Ausweg zu finden, dass man sich ja in höhere Sphären aufschwingen kann, ist aber auch, wie gesagt, sehr, sehr positiv. Dann haben wir von der Akasha-Chronik hier, mach eine Pause. Und bei in Beziehung auf Beziehung. Du brauchst unbedingt eine Auszeit, schaff dir Raum für Körper, Geist und Seele. Deine Beziehungen zu anderen spiegeln deine Beziehung zu dir selbst wieder.
hier auch bitte mal genauer hinzuschauen, wenn da Beziehungsprobleme oder so sind. Wir haben hier noch den Sodaliten, knüpfen Sie Kontakte, machen Sie mit. Der Sodalit ist auch, wie gesagt, ein Heilstein, der euch nächsten Monat helfen könnte. Knüpfen Sie eine solide neue Freundschaften und Kontakte, die Sie unterstützen, indem Sie sich mit Gleichgesinnten treffen. Sehr guter Hinweis. Wir haben hier den Engel des Augenblicks. Sammle die kostbaren Momente, die das Leben für dich im Hier und Jetzt bereithält. Ein lachendes Kind, ein strahlend blauer Himmel oder auch ein liebevolles Kompliment. Je intensiver du deinen Blick auf das Positive lenkst, desto öfter wirst du erfüllt sein von Dankbarkeit und Freude. Bitte deinen Engel, deinen Blick auf die kleinen Dinge zu schärfen und genieße bewusst die schönen Augenblicke in deinem Leben. Genau. Und dann noch den Engel der Neugier. Neugier weckt dein Interesse an deiner Umwelt und fordert dich heraus, Dinge auch mal mit anderen Augen zu sehen. Dein Engel unterstützt dich dabei, offen zu sein und Neues zu entdecken. Die Botschaft deines Engels: Lass dich immer wieder vom Leben und von deinen Mitmenschen überraschen. Also ich glaube, hier, wie gesagt, geht es allgemein darum, ja, mal genauer hinzuschauen, vor allem was Beziehungen angeht. Hier beginnt etwas Neues. Hier soll für Klarheit und bewusstes Organisieren oder damit wirst du auf jeden Fall vorwärts kommen. Hier soll ein neues Kapitel aufgeschlagen werden in eurem Leben. Auch wenn dieses sehr viel Mut bedeutet, sag ich mal, sich dem auch zu stellen. Hier sprechen wir aber von Gesundheit, von gesunder Entwicklung, von Glück auf deinem Wegen. Du kannst es machen, du wirst es schaffen. Also sehr, sehr positiv. Deine Führungskraft auch mal wieder zu zeigen, sag ich mal, folge den Ruf deiner Seele. Damit hier alles das vielleicht, was jetzt schiefgelaufen ist, was falsch gelaufen ist, wieder in die rechte Bahn kommt, um euch selber auch wieder zu stärken, meine Lieben. Ich packe das jetzt mal hier ein bisschen zusammen, weil ich ein ganz klein wenig Platz brauche hier. Und dann gucken wir nochmal in die allgemeine Legung hier rein. Achso, dann habe ich hier noch einmal gezogen für euch, ja, Beziehungs-, Liebesdinge, Botschaften für euch. Wir haben hier ist von den Modern Woman von der Nadine Breitenstein ist für euch die Rebecca gefallen. Du hast es geschafft, dein Plan geht auf, etwas wächst und gedeiht und schon bald wirst du die Belohnung für deine Mühen erhalten. Du kannst stolz auf dich sein. Du bist nun auf dem Höhepunkt dieser Situation angekommen und darfst alle Hoffnung auf einen wundervollen Ausgang haben. Es besteht kein Grund zur Sorge. Für den Moment ist alles gut. Das Universum ist vollkommen, es kann nicht verbessert werden. Wer es verändern will, verdirbt es und wer es besitzen will, verliert es. Ein Ja auf eine ganz bestimmte Frage von dir. Und hier haben wir noch die Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Ist auch eine klare Botschaft, ne? So, gucken wir mal in die allgemeine Legung rein. Liebes Universum, einmal bitte für die Fische und Fische-Aszendenten. Ich muss mal eben hier meine Kerze anmachen. Oh, sind die da oben wieder am Boden? Manchmal frage ich mich, was die da oben überhaupt machen. So, dann wollen wir mal schauen. Für die Fische. Ja, da ist eventuell noch Kommunikation, Gespräche wichtig. Vielleicht auch ein bisschen mit Stress verbunden. Dann haben wir hier die Schlange, den Turm, aha, Mann, das fällt ja hier reihenweise, da haben wir die Fische, okay. So, eine möchte ich bitte noch haben. Gut, dann fallen zwei, alles klar. Aber
Da steht eigentlich schon, was ich wissen möchte. Also, Kommunikation, habe ich schon gesagt. Positive Aufregung. Mehrere Möglichkeiten haben. Hier heißt es auch, gut zuzuhören bei dem Geschnatter und Geplapper, was da womöglich um euch herum ist. Immer auch auf euch selber natürlich hören, auf eure Intuition vertrauen. Hier heißt es bei der Schlange, Altes loslassen oder auch abstreifen können, die alte Haut. Ne? Diesen Mut zu haben, sich dem Leben zu stellen, sich neu entfalten zu können. Wo vielleicht bisher Umwege in Kauf genommen wurden, wo es kompliziert war, dass man das Gefühl hatte, man tritt auf der Stelle, es geht nicht vorwärts, man wird enttäuscht. Ne? Diese toxischen Beziehungen eben auch. Rückzugsmöglichkeit praktisch haben, sich vielleicht auch manchmal alleine fühlen. Da muss man sich aber auch vielleicht im Klaren darüber sein, dass es manchmal einfach ist. So ist, dass man auch alleine Entscheidungen treffen muss für sich selber. Das ist manchmal nicht immer unbedingt was Negatives. Einen gesunden Egoismus auch und auch den Ehrgeiz dafür haben, sag ich mal, das mal zu zeigen. Das muss man manchmal in seinem Leben. Ja, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, etwas bewirken, gesehen oder auch wahrgenommen zu werden, dafür etwas zu tun. Etwas öffentlich machen, nicht mehr hinter verborgenen Türen, drücken wir es mal so, das hat, für mich heißt der Park auch immer, sich auch treffen, sich Informationen holen, sammeln in der Öffentlichkeit, mit jemandem über seine Probleme zu sprechen. Dann, denn es geht hier schließlich um tiefe Gefühle und es geht hier auch um Finanzen, das heißt um geldliche Angelegenheiten. Ne? Tiefe seelische Berührung, sag ich mal, etwas kommt jetzt wieder ins Fließen, etwas verankert sich, etwas festigt sich, eventuell auch im Beruf, dass man da wieder vorwärts kommt, was vielleicht auch bisher stagniert hat. Ne? Wie gesagt, das können hier auf der einen Seite Beziehungen sein, auf der anderen Seite auch Arbeit, beziehungsweise auch beides. Hier werden Lösungen gefunden, hier werden sich Türen öffnen, sag ich mal, die vorher verschlossen waren. Es ist meistens so, wenn man etwas abschließt, sag ich mal, dann schließt sich natürlich hinter einem irgendetwas, ein Kapitel oder so, und dann öffnet sich aber dabei dann auch wieder neue Türen. Und das ein bisschen auch locker zu nehmen, mit Leichtigkeit, die alten Sachen auch loszulassen, flexibel zu reagieren, sich befreit fühlen von dieser ganzen Situation, dass man ja sich wieder wohlfühlt in seiner Haut. Ne? Also so sage ich das mal. Ich ziehe jetzt hier mal von den Sorcery Cards noch Botschaften dazu. So, bitte für diese Legung hier nochmal Zusatzbotschaften. Ja, die Zeit läuft ab. Also es ist jetzt wichtig, sag ich mal, für euch, dass ihr euch jetzt im Juni definitiv auch darum kümmert, bevor sich hier Chancen auftun, die so schnell vielleicht nicht wiederkommen, sagen wir das mal so. Also sich wirklich damit auch eben beschäftigen, ne? Diesen Mut zu haben, aus einer äußerst kritischen Lage sich zu befreien, sich dem zu stellen und zu sagen, so, ich tue jetzt hier etwas. Ich mische jetzt noch einmal durch. Ups. Und dann gucken wir mal, was ist denn da noch gefallen? Ja, einen Schreck bekommen. Man hat das hat man in der Vergangenheit einen Schreck bekommen. Etwas, wo man das Gefühl hat, für was werde ich hier bestraft? Und das war auch eine Warnkarte. Du hast auch entsprechend vorher vom Universum
eine Warnung erhalten, die du aber wahrscheinlich in den Wind geschlagen hast. Und hier geht es darum, hier mit Liebe statt Angst zu handeln, statt Schwierigkeiten, dass man sich seinen Gefühlen stellen, beziehungsweise eben auch vom Umfeld nicht akzeptierte Beziehungen, Vergangenheit, Vorurteile loszulassen, sich einlassen, Gegensätze überwinden. Dann haben wir hier den Seelenfresser, Kontrolle, Beherrschung, Unruhe, Rastlosigkeit, Vertrauensverletzung, Stalking, komplizierte Situationen mit vielen Details und Facetten, Menschenscheu. Vielleicht haben sich einige von euch wirklich hier extrem zurückgezogen. Was ich aber hier sehen kann, ist, ja, Geschenke, ein großes Ereignis, vielleicht auch eben Geburtstag oder der, bei den Fischen, die hatten ja schon Geburtstag, einen Anhaltspunkt, vielleicht auch eine Einladung bekommen, hier wieder Wünsche zu manifestieren. Jungbrunnen, Jugendlichkeit, wir haben hier den Frühlingszauber. Und ich glaube, es wird jetzt einfach wieder Zeit, wie soll ich das sagen, hier wirklich etwas zu unternehmen. Also hier ist bei denjenigen unter euch einiges in den vergangenen Monaten gelaufen. Ja, was natürlich nicht so schön war, wo ihr vielleicht auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurdet, wo das Universum eigentlich wirklich eingegriffen hat. Vielleicht habt ihr euch einfach zu viel zugemutet und deswegen sollt ihr jetzt hier jetzt eine Pause machen, euch wieder auf euch besinnen, den Mut zu haben, sich dieser Lage zu stellen und hier wieder für Ordnung zu sorgen und hier, ne, Klarheit und Organisation, dass euer Leben wieder, wie sagt man so schön, dahin zu führen, so wie ihr euer Leben sich, andersrum, wie ihr euch das Leben vorstellt. Drücken wir es mal so aus. Ja, spricht hier wirklich eine eindeutige Sprache. Ich hoffe, ich konnte euch das einigermaßen rüberbringen. Ihr bekommt das hin, es sieht sehr positiv aus. Ihr solltet aber nicht mehr so sehr viel länger damit warten, sag ich mal, wenn es da etwas gibt, was geändert werden muss bei euch. Dann tut es bitte. Es wird gut ausgehen für euch. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Glück. Bleibt positiv, meine lieben Fische. Und wir sehen uns dann bald wieder, eure Prinzessin der Kelche. Namaste, meine Lieben. Ciao.